Hallo, hier ist der Betreff. Schönen guten Abend, ich hätte gerne ein Big-Steck-Menü. Big Mac-Menü mit? Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge Pokémon Warlock. So, wegklicken die Scheiße, ab geht's. Keine Zeit zu verlieren hier. Ne? Also, wir sind immer noch auf der MSN. DJ Bobette ist der nächste geile Zerstörer in meinem Team. Den Trainer hatten wir noch nicht bekämpft. Ab geht die Scheiße. Ich möchte noch klären, warum die Ehre dieses Seebären über mir auf dem Spiel stand. Das konnten wir in der letzten Folge nicht abschließend klären und das interessiert mich natürlich brennend. So. DJ Bobette. Ich muss hier aufpassen. Eisspeer ist sehr effektiv. Die KI setzt Eisattacken nicht gegen Wasser-Pokémon ein, glaube ich. Darum gehe ich mal mit Mark rein. Und klatscht das Vieh mit dem Rankenhieb einfach tot. Da gehe ich kein Risiko ein. Zack. So schnell kann es gehen. Da kann ich gleich klären. DJ Bobette Level 7. So wollen wir das. Kann ich gleich klären, was der Seebär mir denn so Großartiges berichten hat. So. Ja. Das erklärt natürlich einiges. Ich habe alles gesehen, was ich sehen wollte. Ich gehe schnell mein Team heilen. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen gucken, ob ich irgendwie in den Gen 1 Sprites irgendwo sehe. Oder irgendwo ein Sprite sehe, abgesehen von dem geilen Golbat. Damals, was ich euch zeigen könnte, aber ich habe es nicht getan, ich habe es vergessen. Ich war zu sehr mit der Arbeit beschäftigt. Meine Knie tun saumäßig weh. Ich war heute arbeiten in meinem Nebenjob, aktuell bei Rewe. Hier gehe ich auch einfach mal, hier machen wir mal Edi, komm, Edi. Hab schon einiges in meinem Leben gemacht an Jobs. Führe jetzt im Augenblick im Prinzip dieses klischeehafte Künstlerleben. Also, was man so halt aus Filmen oder aus was ich kennt, auch wenn das da immer sehr viel romantischer dargestellt wird. Ich arbeite in einem Nebenjob, verdiene da ein bisschen Geld, genug um über die Runden zu kommen und versuche... Hat Rauchwolke eingesetzt, das Arschding, ne? Ich probiere es einfach. Okay. Verdiene da ein bisschen nebenher. Und arbeite nebenbei an einem Spiel, das ich dann irgendwann verkaufen möchte als Indie-Game-Entwickler. Um damit meinen Lebensunterhalt irgendwie zu bestreiten. Ich mache meinen Typerzahn weiter. Ich hoffe, das war kein Fehler. Okay. Das hätte mit dem Crit auch anders ausgehen können. Ich muss vorsichtig sein. Ich bin schon wieder zu mutig. Das kann in der Warlock sehr schnell die totale Vernichtung bedeuten. Wie gesagt, ich arbeite in meinem Nebenjob, verdiene ein bisschen Kohle und versuche damit mein Künstler-Dasein irgendwie zu rechtfertigen. Und das wird jetzt auch eine ganze Weile so bleiben. Es funktioniert gut, ich mache so weiter. Und fertig aus. Das bedeutet für euch regelmäßig und oft Warlock folgen, weil ich einfach die Zeit dafür habe. Also eigentlich habe ich sie nicht. Irgendwas bleibt halt immer auf der Strecke. Aber das soll jetzt hier nicht die Warlock sein. Mark lernt Rasierblatt. Setzt sich Tackle jemals ein, wäre vielleicht eine gute Coverage gegen Pokémon, gegen die Pflanze nicht sehr effektiv ist. Giftpuder.
Ja, komm, machen wir Giftpuder erstmal weg. So. Das Problem ist, ich kann DJ Bobette nur am Anfang eines Kampfes wirklich ein paar Erfahrungspunkte zuschieben. So, zwischendrin geht's nicht. Ich habe hier noch zwei Sonderbollos. Kann ich vielleicht irgendwann mal gewinnbringend verwenden. Ich heile hier jetzt nochmal Edi. Damit uns hier kein Unglück geschieht, so zu Beginn der Folge. Und ein persönliches Anliegen habe ich, das ich gleich abarbeiten möchte. Das ist... Ich muss etwas loswerden. Es geht hier um Britta. Es gibt etwas, was ich dir schon immer sagen wollte und das ich aus dem tiefsten Herzen meines Inneren so meine. Wenn du guckst jede meiner Folgen und bewertest sie und schreibst etwas dazu, machst dir die Mühe, du zählst sogar die Amps, die ich pro Folge verwende. Und ich finde, das ist eine Wertschätzung wert. Britta, das Folgende ist nur für dich. So. Viel Spaß, das zu zählen. Ah. So, es hat mich gerade einen Tetacher verwirrt. Es hat Edi nicht so sehr verwirrt, wie ich gerade Britta wahrscheinlich verwirrt habe. Du musst das nicht zählen, bitte zähl das nicht. Bitte klick jetzt nicht jedes Mal oder jede Sekunde irgendwie auf Pause und mach einen Strich. Das ist es echt nicht wert. Ich wollte nur den... Oh, es kommt das viel mit den Drecksgenesungen daher, hä? So ja nun nicht hier. Komm. Weg mit dem Scheißvieh. Ja, auch nicht mehr verwirrt. So. Ruckelzuckelhieb und dann ist der Drops auch gelutscht. Ich wollte damit nur den Amp-Counter mal brechen. Weil das muss sich keiner antun. Ich habe schon wieder 7 Minuten gespielt? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Wie schnell vergeht die Zeit? Hammer. Gut, also Hammer gut. Ich freue mich darüber. Ach, Hennig. Angler? Der hat doch bestimmt nur Karpador. Da könnte man doch mit Hennig mal irgendwie... Ich besitze nur Wasser-Pokémon. Da könnte man doch bestimmt irgendwas mit Hennig machen. Nee, man kann doch nichts mit Dommeln. Hennig vielleicht schon, aber nicht mit... Ja doch. Ich mach einfach. Ich mach einfach. So, es ist Montag bzw. Dienstagnacht. Umklammerung. Umklammerung zieht nur was ab, ne? Es ist nicht so wie Wickel. Egal. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Hennig, wenn du wenigstens mal treffen würdest, ne? Wenn du wenigstens mal treffen würdest. Danke. Ich dachte früher bei Gen 1, wo ich gerade so den Tacher sehe. Also ganz früher, das hat sich auch während Gen 1 noch geklärt. Vielleicht durch ein Anime oder durch andere Bilder, die ich von Tentacha gesehen habe. Dass Tentacha so ein bisschen aussieht wie ein Metroid. Future Dennis, du kannst das ja mal kurz einblenden. Muss jetzt keine große Sache draus machen, einfach nur kurz so ein Boop. Und dann ein Boop. Damit die Leute, die nicht auf Stopp drücken, auch sehen, was genau ich denn damit meinen könnte. Es war schon irritierend, vor allem, weil man nur 4 verschiedene Farben zur Verfügung hatte, die dann auch alle aus einer Farbpalette stammten, weil mehr war der Gameboy einfach nicht in der Lage zu leisten. Da ist sowas dann entstanden. Wahrscheinlich nicht nur bei mir, bei vielen anderen auch, bei gewissen Pokémon. Die Backsprites sahen auch immer mega geil aus, also in Klammern nicht. So. Einige waren okay und andere sahen total scheiße aus. Ich weiß gar nicht, was sie da verkackt haben. Och, triff doch einfach, Alter. Es ist mir schon wieder zu heiß.
Ich habe Angst vor diesem scheiß Eisspeer. Was hätte ich denn für eine Spezialverteidigung eigentlich? Ja, nee, komm, dann nehmen wir mal Mark. Ich komme einfach auf keinen grünen Zweig mit dir, Hennig. Es tut mir wirklich leid. Ich würde wirklich gerne was anderes sagen können. Aber kann ich leider nicht. So. Rankenheap. Ab dafür. Ich sehe Probleme auf mich zukommen. Spätestens bei Lorelei habe ich ein richtiges Problem. Energiefokus. Das kann man schon gut mit Hyperzahn spielen, ne? Guten Schlag mache ich eh nie. Spätestens bei Lorelei, also bei der Top 4 Lorelei, die Eis-Pokémon hat, sehe ich ein richtiges Problem auf mich zukommen. Denn Eis-Pokémon können ja immer auch... Hallo Edi! Entwickelst du dich endlich, du alte Scheiße? Sehr schön, das freut mich. Das freut mich wirklich. Darf zwar wieder ein neues Opening machen. Durfte jetzt ja schon wieder wegen Tauboga ein neues Opening machen, aber das ist okay. Das ist okay. Jetzt stehen erstmal, glaube ich, keine Entwicklungen mehr ins Haus. Doch! Brennstein wird sich alsbald entwickeln. Ob das auch diese Episode sein wird, weiß ich nicht. Es wäre wünschenswert. Grimasse. Tackle. Warum sollte ich Tackle einsetzen, wenn ich Ruckzuckheap habe? Also geht Tackle zugunsten von Grimasse weg. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass Brenn sich diese Folge entwickelt. Ich meine, ich mache jetzt immer 40 Minuten. Der ist zwei Level davon entfernt, entwickelt zu werden oder sich zu entwickeln. Da könnte man was draus machen. Wenn ihr mal durch mein Team schaut hier, ich meine, Gyarados ist das Einzige. Falls es dazu kommt, oder falls irgendeines dieser Pokémon überhaupt lange genug lebt. Wo wir mal irgendwie draus basteln könnten. Gegen Lorelei, auch da. Scheiße, Eis. Nicht mal irgendwie resistent gegen. Marshallow. Du bist immer noch ein Angst-Pokémon, Marshallow. Darum nehme ich mal Hennig. Weil wir ja letzte Folge herausgefunden haben, ist Hennig gut gegen Kampf-Pokémon. Wegen der schönen Resistenz. Energiefokus und dann gehen wir da mit einem Furienschlag rein. Oh! Das ist behindert! Das ist behindert. Einen riskiere ich noch. Weil Karate. Also Geowurf zieht immer 20 ab. Karateschlag müsste ein Volltreffer sein und. Ah, ich riskiere es. Komm. Los. Alter, der macht ja gar nichts. Mach nochmal Geowurf. Energiefokus. Okay, jetzt haben wir die Chance auf einen Crit. Gegen Britta ist ein Crit normal, aber Britta hat kaum Verteidigung. Verteidigung 29. Hennig hat sogar weniger. Aber dabei ein nicht sehr effektiver Schlag schon ziemlich stark. Ich nehme Mark. Ich denke, da sind wir safe. Oh, Defense Drop. Oh. Ah, der kriegt sein Setup irgendwie ganz gut hin gerade. Okay, das war ein Crit. Das heißt... Warte, ich check mal Rasierblatt. Ich habe schon so lange kein Pflanzen-Pokémon mehr gespielt. Die ganzen Attacken. So, Rankenhieb. Hohe Volltrefferquote. Ah ne, Rasierblatt, hohe Volltrefferquote. Aber deutlich stark. 95% Trefferchance. Rasierblatt, komm. Das gibt's doch gar nicht! Rankenhieb reicht, ne? Rankenhieb reicht, komm. Rankenhieb. Und tot. Alter! Was ist hier los? 95% Trefferchance. Und die Kackbratze verfehlt. Entschuldigung, Mark, du bist natürlich keine Kackbratze. Ja, in dem Augenblick war es ein bisschen. Ah. Wieder ordentlich Angstmomente gehabt hier. Ich sehe es schon kommen, ey. Ich sehe es schon kommen. Mein Team ist
Mein Team ist super, ich liebe mein Team. Ich liebe Edi, ich liebe Mark, ich liebe Britta, ich liebe Brennstein, ich liebe Hennig. Aber wir kriegen Probleme, Leute. Früher oder später kriegen wir Probleme. Wir haben viel zu viele Schwächen, die wir irgendwie ausbaden müssen. Ich hoffe, dass das mit DJ Bobette sich irgendwann erübrigt. Schon wieder Marshallo. Oh. Aber diesmal können wir doch mit Hennig mal was machen. Guck mal hier, diesmal Level 17 kann das auch schon Geowurf. Okay, es pumpt sich schon mal auf. Vielleicht können wir es schon mal vergiften, das wäre doch mal geil. Komm, vergiftet. Ja! Hennig, das kannst du. Das kannst du. Wenn du nichts kannst, das kriegst du hin. Das kriegst du hin. Sehr gut. Riskiere ich ein... Was ist besser? Einfach zweimal Furienschlag mit Gift oder Energiefokus und dann Furienschlag? Ich meine, Furienschlag könnte auch nur zweimal treffen, aber macht ein Crit auch so viel aus, weil Furienschlag nicht besonders stark ist. Ich mach mal Furienschlag, komm. Egal. Und noch ein. Oh. Immer wenn ich es brauche, ne? Okay, das war ein Crit. Das heißt, ich bin jetzt auch auf jeden Fall schneller. Komm, das muss gehen, das muss gehen, das muss gehen, das muss gehen. Ja! Okay. Okay. Wir kommen... Mit dem Kampf kommen wir ein bisschen mehr in die Safe Zone. Auch mit Hennig. Tentacha, ja, komm, da können wir doch erstmal... Da könnte eine Wasserattacke kommen, ne? Guck mal, es hat sich doch jetzt entwickelt. Edi, du hast dich doch jetzt... Ah ne, Britta, komm. Mit Britta müssen wir mal was machen. Ich kann nicht immer ewig dieselben einsetzen. Da können wir auch mal was machen. Ist doch nix hier, Giftstachel. Guck mal, da war sogar ein Crit hier. Das ist doch... Ne? Huckelzuckelhieb. Solange Flug keinen Typenvorteil besitzt, ist es immer sinnvoll, Ruckzuckhieb einzusetzen. Beide Attacken bekommen Step, beide haben Genauigkeit 100 und beide haben Stärke 40. Darum ist es in dem Fall eigentlich des Öfteren mal ratsamer, Ruckzuckelhieb einzusetzen. So. Wir sind 17 Minuten im Spiel. Okay, ich bin mir jetzt plötzlich gar nicht mehr so sicher, ob Brent seine Entwicklung noch bekommt. Die Zeit verfliegt mit euch, Leute. Die Zeit verfliegt mit euch. So. Und noch ein Kampf. Ich wäre sogar gewillt zu sagen, wenn Kappadorf Level 18 ist, stecke ich ihm die beiden Sonderbollos in den Rachen. Alle Machado, Alter. Die haben alle diese Kackbratze. Der ist schon Level 18. Und er geht für den Energiefokus. Kann ich so viel Glück haben? Kann ich so viel Glück haben? Komm, los. Vergiften, vergiften. Komm, ich habe so viel Glück. Ja! Was ist hier los, Hennig? Was ist hier los? Du bist der beste Vergifter, den es gibt. Du bist der beste Guck mal, hier gerade Schlag macht gar nichts. Was ist das Geiles? Aber hier kann ich mal mit Energiefokus reingehen. Guck mal, gerade Schlag macht gar nichts. Das waren 7 oder so, nicht mal 5. Ein Crit sind 10. 5. So, hier. Ist das geil. Hennig, du bist der Geilste. Du bist der geilste Kampfficker. Also Kampf-Pokémon-Ficker, nicht, ne? Ist klar. Guck dir den Schaden an hier. Guck dir den netten Schaden an. Das waren jetzt 7, ist dann beim Crit 14, mit schlechter Damage-Calc vielleicht 18 oder so. Aber soweit kommt es nicht. Der Drops ist gelutscht. Hennig, du machst mich stolz. Du machst mich wirklich stolz. Ein Pokémon kommt noch. Mushas. Ich habe Angst vor irgendeiner Aquaknarre oder so bei Mushas. Darum sorgen wir mal dafür, dass der Starter nicht ständig... Oh. Okay. Okay, das ist lächerlich. Das ist einfach lächerlich.
Weil Mushas hat die Fähigkeit, dass Eisspeer immer 5-mal trifft, ne? Kann das sein? Komm, Rankenhieb. Hat vorher auch so gut funktioniert. Puh. Händig Level 18. Das ist auch, das sind doch alles Dinge, die mich sehr freuen. Heute bin ich mehr im Kampfgeschehen, wie ihr feststellt, weil irgendwie jeder Kampf so ein bisschen Angst mit sich bringt. Vielleicht mache ich den Scheiß aber auch schon zu lange. Jetzt muss ich erstmal gucken. Muss ich noch einen Trainer bekämpfen? Nicht, dass ich... Der da unten ist wahrscheinlich, ne? Ich mache diesen Job schon zu lange. Man wird vorsichtig mit den Jahren. So. Nein, toll. Toll, ich habe die Tränke umsonst verwendet. Das ist schön, das ist wunderschön. Liegt hier was? Ich habe noch nie gecheckt, ob hier was liegt. Nö. Einfach nein. Riesiges Schiff. Meine Fresse. Müsste mal Data Mining machen und gucken, was da unterhalb des Schiffes ist. Ob das da weitergemacht wurde oder nicht, weil man es als Spieler ja eh nicht sieht. Future Dennis, falls du da irgendwie Content zu hast, blende das jetzt ein. Ich kann jetzt nur zwei mögliche Szenarien dokumentieren oder kommentieren. Erstens, unter dem Schiff ist was, in dem Fall nicht schlecht. Da habt ihr ja echt an alles gedacht, ihr seid coole Typen. Oder, da ist nix und ich muss sagen, das ist schwach, Game Freak. Das ist schwach und es enttäuscht mich auf vielen Ebenen. Ich hätte zumindest irgendwie auf ein Stück Wasser gehofft, aber da einfach nur mehr grauen Scheiß hinzumachen, der zeigt mir, hat mir Relaxo gezeigt. Ganz schwach, Game Freak. Falls ich kein Content gefunden habe, du weißt, was zu tun ist. So, ein Angler und ein Gentleman. Klatschen wir sie weg. Ich würde gerne endlich mal in Episode 9 meinen zweiten Orden irgendwie an Land ziehen, aber ich glaube, dazu wird es nicht kommen. Oh, Goldini. Goldini kann Schnabel. Goldini kann Schnabel. Ich glaube, ich bin nicht mit Britta ganz gut beraten. Oh, und Hornattacke. Fucking Hornattacke. Und Superschei. Das ist schon wieder Kacke. Okay, das hat schon mal funktioniert. Nassmacher ist jetzt nicht so schlimm. Ist halt Britta nur feucht. Wo ist das Problem? Ruckzuckieb, los, komm. Enttäuscht mich nicht, Baby. Alles klar. Okay, Defense Drop. Das heißt, die letzte verfügbare Attacke muss eine Offensive, oder ist höchstwahrscheinlich eine Offensive. Defense Drop, Verwirrung. Und ein Hornattacke möchte ich nicht, dem möchte ich nicht ausgesetzt sein. Darum tausche ich lieber aus. Ich hoffe, du verstehst das. Ich wusste, dass das kommt. Das hätte jetzt nämlich ganz mies ins Auge gehen können. Ja, überleb auch noch einfach, ne, du Dreckspisse. Komm, weg. Die Folge wird sehr viel weniger meme-lastig sein. Nicht, weil ich es nicht möchte, sondern weil ich es nicht erzwingen möchte. Das heißt, im Laufe der Folge sind bis jetzt für mich keine großartig meme-relevanten Dinge aufgetreten. Also lass es einfach sein. Also erzwinge es nicht unnötig. So. Dieser Hyperzahn-Edi, ne? Junge. Ihr seid einfach geile Typen. Man muss es einfach so sagen. Hyperzahn. Weg. Gar nicht lange mit auseinandersetzen. Ihr seid geile Typen. Angler Albin. Könnte es wieder zurücklaufen, aber ich habe so viel Kohle und so viel Scheiß hier in meinen Taschen. Da brauche ich nicht ständig eure Zeit verschwenden, indem ich Backtracking mache. Noch ein Gentleman. Der Wettstreit mit der Jugend hält mich jung. Siehst du aber leider nicht aus, mein Freund. Pikachu! Schön. Da kann Brent irgendwie mal zum ersten Mal in dieser Folge in Erscheinung treten. Übrigens hätte ich jetzt in Orania City die Möglichkeit, seinen Namen zu ändern. Seinen Nachnamen zu ändern. Seinen Nachnamen. Sein Vorname ist Bre und sein Nachname ist Ntstein.
Mache ich aber nicht, weil ihr habt euch schon alle offensichtlich dran gewöhnt, ich habe mich dran gewöhnt und bei der Abstimmung wurde es auch mit dieser Begründung auch so gesagt, dass es einfach so bleibt. Also bleibt es jetzt einfach so. Ich tue nur das, was ihr von mir verlangt. Nicht mehr und nicht weniger. Und ganz ehrlich, kann man als Zuschauer bei mir eigentlich noch glücklicher sein? Ich glaube nicht. Ich bin auch immer sehr glücklich, wenn ich mir selbst beim Spielen zugucke. Also könnt ihr es ja logischerweise auch nur sein. So. Bald kommt Sachsen-Gerry, der nächste Encounter. Da hat er bereits sein entwickeltes Starter-Pokémon am Start. Aber ich fürchte nichts. Oh. Mit dem Analog-Stick solche Spiele zu spielen ist ziemlich schwierig. Also mit dem Analog-Stick vom Gamecube-Controller. Ich spiele das Ding hier auf der Gamecube, wie man sehen kann. Wo warst du, als die Party lief? Ich habe Pipis gesprengt. Ich habe Pipis gesprengt und Smetbos verprügelt. Los, DJ Bobette, du kannst immer noch gar nichts, aber dafür das ziemlich gut. Komm, Britta. Wobei, Rattata-Hyperzahn, Defense Drop, Nee, brennt. Entschuldigt, Leute, da habe ich nicht mitgedacht. Da habe ich einfach nicht mitgedacht. So. Weiter geht's. Ich hoffe, ich bin euch heute nicht zu wortkarg. Ich spreche ja zwar, aber ich suche noch so ein bisschen nach einem Thema. Kann halt auch nicht jeden Tag über irgendwas reden. Bin ja auch keine Frau. Noch ein Pikachu. Ich würde Pikachu ja sprengen, aber das ist es nicht wert. Raichu hingegen ist ein cooles Pokémon. Ich mag Raichu. Los, klapp es einfach weg. Rumgezuppele hier immer. Bei Smogon wäre das schon verboten gewesen. Leute, fickt Smogon. Ja, ich bin so müde heute, dass ich gar keinen Bock habe, mich über Smogon aufzuregen. Könnt ihr euch das vorstellen? Dass ich gar keinen Bock habe, Smogon zu haten? Oh, vielleicht hätte ich vor... Oh. Was meinst du lieber, starke oder seltene Pokémon? Starke. Scheiß auf legendäre. Fukano. Ich mag Fukano, weil es so ein schönes Fail hat. Wo wir bei den Insidern wären. Ja, das war ein Insider. Stand heute hat es noch keiner geschafft, die Insider zu zählen aus der letzten Folge. Ist ja nicht schlimm. Ach ja, das ist dieses Brüller-Fukano. Auch nicht schlimm hier. Zack. Erstmal in die Fresse. Ja. Nochmal. Es schlug fehl. Brüller kann fehlschlagen. Hat Brüller nicht Genauigkeit 100%? Gut. Von mir aus. Es hat noch, wie gesagt, noch keiner die richtige Anzahl an Insidern niedergeschrieben. Ist aber auch nicht schlimm, weil... Hatte ich nicht erwartet. Ihr werdet im Laufe dieses Playthroughs irgendwann nochmal die Gelegenheit bekommen, das Pucci-Bild zu gewinnen, zu bekommen. Wisst ihr überhaupt noch, wie das Bild aussieht? Future Dennis, fügt das mal ein kurz. Danke. Also das könnt ihr bekommen. Irgendwann. Wirbelwind brauche ich nicht. Bis dahin müsst ihr euch einfach gedulden, bis ich mir wieder irgendwas einfallen lasse, was ihr euch, wo ihr dann wieder durch müsstet. Sieht's denn auch so Pokémon-mäßig? Können wir jetzt langsam mal abschließen hier mit dem Scheiß schief? Ich glaube, der Gentleman könnte, nee. Ja, es gibt viele seltene Pokémon. Tatsächlich freue ich mich auf die Safari-Zone, weil es ziemlich wahrscheinlich ist, dass ich da ein... habe ich schon wieder umsonst geheilt? Ja. Bevor ich zu Sachsen-Gerry gehe, lege ich mich nochmal ins Bett. Ich freue mich schon sehr auf die Safari-Zone.
weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass ich da Nidorina oder Nidorino fangen kann. Die Encounter Rate ist da in den ersten Feldern sehr hoch. Da ich gar nicht riskieren möchte, ein seltenes Pokémon zu fangen in der Safari-Zone, weil es ist wahrscheinlich nichts wird und die Safari-Zone für mich dann geblockt ist, fährt man mit Nidorino doch ganz gut. So, Sachsen-Gary. Ist die Frage mit, was leadest du? Ich weiß es leider nicht mehr. Es ist klug, da mit DJ Bobette reinzugehen und gegebenenfalls zu riskieren, dass es ein Pokémon ist, wo ich lieber nicht reinswitchen möchte. Ich nehme mal... Warte, was kann er denn haben? Der hat auf jeden Fall Glumanda, beziehungsweise Glutexo. Dann hat er auf jeden Fall Taubobi, also Tauboga. Ein Ratatikal unter Umständen auch. Ein Kadabra. Kadabra kann ich mit Brennstein, glaube ich, besiegen. Glutexo auch, Taubobi auch, Ratatikal auch. Dann machen wir mal, gehen wir mal mit Brennstein nach vorne. Ich möchte nicht, dass Sachsen-Gary mir ein Pokémon abnimmt. Das gönne ich dem Spacken einfach nicht. So. Der Hate is real. Taubobi. Bin ich doch richtig entsonnen. So, Steinwurf. Ja, erstmal schön. Bei Smogon wäre das verboten gewesen. Das alles Hex und als alles hier Glück. Seit wann geht es in einem Spiel, das auf Zahlen und Zufall basiert, auch um Glück? Ich spiele auch kein Poker, das ist total luck-based. Das ist richtig luck-based, ey. Es gibt zwar Turniere, wo alle gegeneinander spielen und was voll groß ist und so, aber es ist voll luck-based. So, jetzt trifft wenigstens. Gut. Hat er jetzt in der Intensität einfach eine Stärke von 80 gehabt? Das würde mich mal interessieren. Ich könnte es googeln. Aber wie immer müsste ich es googeln. Wie sieht es eigentlich mit der Spezialverteidigung aus jetzt hier von Brennstein? Nicht weit her, ne? Wäre Ratatikal da nicht fast besser? Ich meine, Kadabra hat einen fucking hohen Spezialangriff. Ich glaube, ich gehe mal lieber mit Ratatikal rein. Der macht dann Ruckzuckhieb und dann ist das Ding tot. Weil Kadabra hat nahezu keine Verteidigung. So, Aussetzer bringt gar nichts. Zack. Okay, fast. Genauigkeit sinkt. Ja, komm. Einmal ist es nicht schlimm. Okay, was kommt jetzt noch? Oh, ein anderes Ratatikal. Level 16. Ich möchte keinen Crit durch einen Hyperzahn riskieren, also wechsle ich wieder zurück zu Brent. Es ist viel Switching heute, ich weiß. Aber vielleicht attraktiver als... Hier, seht ihr? Das hätte jetzt eh die Appel gekriegt. Ich bin ein guter Commander. Ich bin der beste fucking Commander, den es gibt auf der ganzen Welt. Das hätte jetzt Edi abgekriegt. Ich wüsste, kann nicht mit Sicherheit sagen, dass Edi das überlebt hätte. Und so gehen wir den Easy Way. Alle leben, alle sind glücklich. Edi erreicht sogar einen neuen Level. Sehr schön. So, jetzt erwischen wir den Captain beim Masturbieren. Captain den erwischt. Los. Rubbel, rubbel, schrubb, schrubb. ja. So. Ja, komm. Ach ja, ich muss noch die VM-Hurenregel erklären. Ich darf VMs für VMs, wenn ich sie temporär brauche, darf ich mir ein Pokémon dafür fangen? Entschuldigung. Darf ich mir ein Pokémon dafür fangen, das ich aber nur für die VMs benutzen darf? Ich darf es nicht im Kampf nutzen. Das sind dann halt sogenannte VM-Huren. Also es können auch doppelte Pokémon sein. Hauptsache ich komme im Spiel weiter. Manche Dinge macht man besser nicht.
Was hätte er denn machen sollen? Sich in den Bart kotzen müssen oder was? Oder aufs Jackett oder in die Kapitänsmütze? Oder meint er damit, dass man lieber nicht in den Eimer hätte gucken sollen? So. Meine Fresse, wir sind schon fast am Ende der Folge angekommen. Noch 5 Minuten und dann ist die ganze Kiste wieder abgearbeitet. Vielleicht editiere ich das Video jetzt auch schon. Ich meine, wir haben es jetzt 2.02 Uhr. Naja, tschüss. Tschüss, tschüss, Einschief. Wir haben es jetzt 2.02 Uhr. Wenn ich die ganze Kacke noch editiere. 3 Uhr. Ah, nee, es ist mir dann wieder zu kacke. Ja, Entschuldigung. So. Einmal ins Pokémon Center. Ich könnte jetzt schon Misty herausfordern mit dieser Knosp, also Mark, aber das tue ich lieber nicht. Naja, geht nur wieder irgendwas schief. Wenn ich zerstöre die ganze Gruppe. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. So. Geht mal, wenn ihr Bock habt, die alten, also die vorherigen Folgen von meiner Warlock. Das passiert mir immer noch. Von meiner Warlock durch. Ihr werdet überrascht sein, wie viele Spam-Mail, so viele nicht, aber eins pro Video ist es meistens. Spam-Kommentare ich kriege. Ich schalte die auch alle frei, ist mir scheißegal. Ich finde das witzig. Antworte da auch immer dementsprechend drauf. Wie viel Spam-Geschichten man kriegt. Nur weil man irgendwie einen Channel hat, der abonnieren kann. Es geht ja nicht darum, dass die meinen Content geil finden, sondern dass sie wollen, dass ich den subscribe, damit ihr Subscriber-Account nach oben geht. Das finde ich, gelinde gesagt, armselig. Oh Gott, tut mir leid. Tut mir echt leid. Ehrlich und aufrichtig. Ja. Kann das Drecksvieh Giftblick? Wahrscheinlich schon. Ja. Ich sollte mein Glück als geiler Voraussager. Alles klar, das wird mir zu heiß. Da kommt ein Wickel und dann kann ich Handy nicht mehr austauschen und dann stirbt er einfach. Ich sollte mein Glück als Wahrsager versuchen. Oh Gott, was ist denn los? Hätte auf Britta hören sollen und schon längst im Bett liegen müssen. Aber nee. Ich habe gestern den ganzen Tag gechillt. Von daher kann ich das heute nicht auch tun. Kommen auch wieder ruhigere Zeiten. Dann brauche ich keinen Sonntag, um mich zu erholen, weil ich dann die ganze Woche über chille. Aber jetzt im Augenblick ist da leider nicht dran zu denken. So, Brennstein. Ich überlege auch gerade, ob ich Brennstein einfach den scheiß Sonderbonbon reindrücke. Einfach damit ich nächste Folge gleich schon das komplette neue Opening machen kann. Aber vielleicht kommt es ja auch so einfach dazu, dass sich Brent entwickelt. Ich bin hier immer mal ganz vorsichtig, weil diese Route ist echt eine Arschlochroute. Hier gibt es nämlich einen Mechaniker, der Magnetilos hat, die Ultraschall einsetzen können. Ultraschall ist ein riesiges Problem in einer Nuzlocke generell und hier natürlich auch, weil es halt immer 20 HP abzieht, egal ob es sehr effektiv ist oder nicht. Beziehungsweise die Attacke kann nicht sehr effektiv sein. Da habe ich schon mal eine Nuzlocke, also die ich einfach so zum Scheiß gemacht habe, habe ich schon mal dran verloren. Das passiert mir nie wieder. Nie wieder. Zumindest nicht eine Magnetilo mit Ultraschall. Level 12, yeah. Oh, bitte werd bald nützlich, ey. Ehrlich. Das ist doch eine Katastrophe mit dir. Was kann Zubat jetzt schon? Erstauner? Ein Giftstachel? Ah. Hennig, es ist nicht so, dass ich dir nicht vertraue, aber Boah. Ich habe Angst. Ich meine, ich möchte dich auch am Leben lassen, solange wie es geht.
Was natürlich auch ein Fehler sein könnte, weil wenn der Tag X kommt, an dem irgendwer wahrscheinlich Hennig das Zeitliche segnet, dann sind die ganzen Erfahrungspunkte, die ich in Hennig reingesteckt habe, weg. Aber ich kann nicht einfach opfern, schon gar nicht, es kommt auch gar nicht in die Tüte. Und herzlos spielen kann ich auch nicht. Ich muss so handeln, wie ich handle. Ein guter Commander zieht alle Soldaten mit, auch die, die nicht so viel können. Dafür hat Hennig einen schönen Steck, den er oft und gerne benutzt. Ich will erstmal diesen Kack-Mechatroniker hier ausschalten. Ich fange mal mit dem hier an. Es ist übrigens so, dass Charaktere, also NPCs, die dir folgen, also mit ihren Blicken, oder die sich umdrehen, an einer Stelle stehen und sich umdrehen können, sich umgucken, dass sie sich immer in deine Richtung drehen, wenn du an ihnen vorbeiläufst. Mechaniker Dennis. Future Dennis, ich hoffe, du hast bei dem Typen mein Gesicht drauf eingefügt. So. Also wenn ihr um einen Trainer rumlaufen wollt, der sich mit euch mitdrehen könnte, da ist sie die Entwicklung. Sehr schön, dann ist die Folge auch vorbei. Dann nie dran vorbei sprinten, weil sonst guckt ihr euch sofort automatisch an. Sehr schön, haben wir das auch noch hingekriegt. Natürlich ist das nicht der einzige Mechaniker, den ich noch ausschalten muss hier. Da war es schon mal gut, dass wir hier einen Georock haben, dann kann man schon ein bisschen mehr mitreißen. Oder auf ganz sicher mehr reißen. So. Brennt. Doch, das hast du drauf. Das Wegklatschen. Guckt euch dieses Team, guckt euch diesen Okolyten an. Was für eine fette Grafik. Future Dennis schön reinzoomen. Was für eine fette Grafik. Junge, nimmt ja fast in einem Screen ein hier. Guckt mal, wie schön. Bis auf die Kackbratze hier. Haben wir es für heute wieder geschafft? Ich bedanke mich recht herzlich für das Zuschauen. Es war nicht so meme-lastig wie die letzte Folge. Aber die Tage kommen wieder. Wir sehen uns am nächsten Sonntag. Ich wünsche euch einen hervorragenden Abend, Mittag, Morgen, Nacht. In welcher Zeitzone ihr euch auch immer gerade auf der Welt befindet. Und in dieser komischen transdimensionalen Welt, in der Österreich sich befindet. Den persönlichen Hofermarker habe ich auch da gelassen. Also von daher alles tutti. Wir sehen uns. Ja. Sonntag, ne? Tschüssen!